Du hast jetzt ja an dem 100-Tage-Programm teilgenommen. Wie hat es dir denn gefallen? Ich habe ja diese Module im Grunde genommen schon alle einmal gemacht. Und das Verständnis ist aber jetzt viel besser. Ich habe dieses Mal Sachen gehört, die habe ich wahrscheinlich hat er das ja sogar gesagt, aber angekommen ist es jetzt nochmals anders. Ich hatte ja das Glück, dass ich vorher die Ausbildung auch schon live gemacht habe. Also für mich war es eine Wiederholung und ich war dann trotzdem sehr erstaunt oder sehr überrascht, dass über diese Tiefe, die in der Wiederholung nochmal da war. Und das ganze Wissen, das er vermittelt hat, war irgendwie wie breiter, nochmal breiter und umfänglicher. Ja, also ich kann jetzt besser damit umgehen, wie noch vor 2 Jahren. Also einfach die Zeit, die verstrichen ist und dann halt auch, ja, einen gewissen Teil der Übungen habe ich dann halt auch weiter regelmäßig gemacht, was ich schon sehr merke, auch in meiner Familie und in meinem Umfeld. Anderen Teil, der ist dann halt zu kurz gekommen und dass das einfach nochmal aktiviert worden ist. Und Also ich fand den Austausch zwischen, also in der Gruppe fand ich sehr, sehr interessant. Anfänglich war ich ein bisschen skeptisch, als Hans-Martin sagte, ja, ich würfle euch einfach irgendwie mit irgendwelchen Leuten zusammen und ihr arbeitet dann miteinander noch neben diesem Programm, neben den offiziellen Sitzungen. Da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, wie wird das wohl werden? Aber es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Und dann halt auch diese Arbeit in der Gruppe und dieses Zusammenspiel. Und dann wurden in der Gruppe halt zum gegenseitigen Arbeiten und Austauschen während des Programms Kleingruppen zusammengestellt, sodass man sich untereinander besser kennengelernt hat. Es hat auch sehr viel gebracht, weil jeder steht irgendwo anders an und dann kannst du mal untereinander schon mal fragen und wenn wirklich noch Fragen waren, ja, dann konnten wir in der nächsten Live-Session wieder fragen und das also war wirklich ganz, ganz toll.